Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir befinden uns immer noch in Kluftspitze und wir sollten den, ja, wie soll ich ihn nennen, Vampirfürsten oder wie auch immer, Verandis treffen. Ich habe mal geguckt, wir sind jetzt hier oben, also doch sehr, sehr weit entfernt von dem Ort. Das war nämlich hier unten, wo wir beim letzten Mal waren. Und hier hinten steht er schon. Da seid ihr ja. Hoffentlich hattet ihr keine Schwierigkeiten, diesen Ort hier zu finden. Okay, Fürst oder Graf sollte ja eigentlich egal sein. Ah, ich sehe, hat Gwendis euch gefunden. Und ich nehme an, ihr habt euch um Resal Jul gekümmert? Dann sind wir für den Angriff bereit. Finden wir heraus, warum sie so sehr versucht haben, diesen Ort aus meinen Erinnerungen zu verbannen. Wo bin ich hier? Ein vergessener Haufen Ruinen in der Einöde der Lorkrata-Hügel. Ich habe eine Falltür gefunden, die uns Zugang zu den darunterliegenden Kammern gestatten sollte. Doch sie ist fest verschlossen. Schaut euch nach einem Weg, um die Falltür zu öffnen. Ich treffe euch dann im Westturm. Ich werde versuchen, einen Weg zu finden, um die Falltür zu entriegeln. Ich würde euch zur Vorsicht raten, meine Freundin. Wie bei Resal Jul und dem Tamrid-Lager habe ich das Gefühl, dass der Feind uns immer mindestens einen Schritt voraus ist. Da ich annehme, dass Monclairs Erinnerungen unangetastet geblieben sind, ist schwer zu sagen, worauf wir dort unten in den Ruinen stoßen werden. Darf ich euch ein paar Fragen stellen? Natürlich. Es ist ja nicht so, als würden wir gerade versuchen, ganz Kluftspitze zu retten oder so, nicht wahr? Nein. Nur zu, stellt eure Fragen. Ich verstehe die Rollen von Monclair und Resal Jul in dieser Sache. Aber was ist mit Leraja oder so? Leraja war eine liebenswerte junge Frau, die ihrer Familie treu ergeben und in Leidenschaft zu mir entbrannt war. Sie hat nie darum gebeten, was ihr widerfahren ist. Doch das entschuldigt ihr seitheriges Verhalten nicht. Was meint ihr? Ihr Vater gab ihr den Befehl über einen Teil seiner Truppen. Genau wie es mit Resal Jul tat. Sie ist im Norden und im Osten umtriebig, wo sie Blutunholde erschafft und Chaos stiftet. Ich nehme an, sie hat ein Auge auf Nordspitz geworfen. Es würde eine hübsche Eroberung abgeben. Wonach suchen wir hier? Als ihr mir meine fehlenden Erinnerungen zurückgegeben habt, fiel mir wieder ein, dass das aileidische Manuskript zwei uralte Außenposten erwähnte. Die Unheilsklippe und einen Ort in den Hügeln im Osten. Meine Forschungen verweisen darauf, dass unter dieser verlassenen bretonischen Festung eine aileidische Ruine liegt. Was hofft ihr dort unten zu finden? Ich bin mir nicht sicher, aber es muss hier etwas geben, das wir brauchen. Warum sollten die beiden aileidischen Außenposten sonst in diesem Manuskript in einen so engen Zusammenhang gestellt sein? Zuerst müssen wir jedoch eine Möglichkeit finden, den Weg nach unten zu öffnen. Anderenfalls ist diese Ruine nichts als eine Sackgasse. Okay. Da der Weg doch etwas länger aussieht hier, wollte ich gerade sagen, nehme ich mal an. Wir reiten einfach mal durch. Ist hier oben irgendetwas? Ah, zum Entriegeln. Sehr schön. Nee, ein Rucksack. Ein Rucksack zum Entriegeln. Das ist super. Betretet die Kammer unter den Ruinen. Ich habe hier viel zu viel, was angezeigt wird. Ich sehe hier überhaupt nichts mehr. So wollte ich eigentlich nicht laufen, aber ist okay. Die Kammer unter den Ruinen ist im oberen Teil. Na gut. Hier drüben. Habt ihr etwas gefunden, was uns helfen könnte? Ja, theoretisch schon. Ich kam allerdings, glaube ich, gerade von hier. Schau mal weg. Wie ist er denn jetzt hier drin? Ist das nicht das Gleiche? Hier drüben. Habt ihr etwas gefunden, was uns helfen könnte? Ja. Ihr habt einen Schlüssel gefunden? Sehr gut. Betretet die Ruinen und ich folge euch direkt auf dem Fuße. Ich muss euch etwas fragen, bevor wir dort hinuntergehen. Noch mehr Fragen? Ihr seid aber neugierig. Aber wer bin ich schon, euch das Stillen eures Wissensdurstes zu verweigern? Fragt und ich werde antworten. Ja, dann sprech mich nicht an. Da stand nur, dass ich nach unten gehen soll. Womit müssen wir dort unten rechnen? Ich habe ehrlich gesagt nicht die geringste Ahnung. Aber dieses Türschloss ist neu. Und wir könnten also auf Banditen oder Montclair-Truppen treffen. Oder sie haben einfach nur diese Tür verriegelt und sind dann weitergezogen. Ruinen neigen leider dazu, Monster anzuziehen. Wenn wir zusammenarbeiten, werden wir zweifelsohne Erfolg haben.
Und wonach suchen wir noch gleich? Nach irgendetwas Aileidischem. Mehr weiß ich nicht. Die Fragmente jenes Manuskripts, das ich studieren konnte, beschreiben nicht sehr genau, was in der Stätte in Lokrata verwahrt wurde. Ich hege jedoch große Hoffnung, dass wir etwas finden werden, das wir gegen Montclair einsetzen können. So, darf ich dann jetzt endlich nach unten? Dankeschön. Direkt mal gucken, ob wir hier was mitnehmen können. Was ist das? Der Weg vor uns. Kann das sein? Tatsächlich! Auf diese Ruinen wurde ein Schleier gewirkt. Genau wie ich dachte. Leraya wusste, dass ich hierher kommen würde und hat uns ein Hindernis in den Weg gelegt. Wie ich es befürchtete, die Verzögerungen, die meine fehlenden Erinnerungen verursacht haben, gestattete es Montclair, diesen Ort vor uns zu erreichen. Dieser Schleier. Er spricht von Lerayas geschickter Hand. Schleier? Was meint ihr damit? Leraya hat einen Schleier über diese Ruinen ausgebreitet. Er ist ein einfacher Illusionszauber, den sie mit Hilfe der Macht des lichtlosen Überbleibsels verstärkt hat. Er verbirgt die wahren Gegebenheiten hier und lässt uns nur das sehen, was sie uns sehen lassen will. Sie hat uns eine Falle gestellt und wir sind in sie hineingetappt. Was machen wir jetzt? Wir drängen weiter voran. Lerayas Schleier ist alles andere als perfekt. Und sie hat ihn eigens erschaffen, um mich und meine vampirischen Mündel zu behindern. Sie hat jedoch nicht mit euch gerechnet. Mit Hilfe der Risse, überall in der Illusion, solltet ihr in der Lage sein, uns durch den Schleier zu führen. Okay, dann probieren wir das mal. Guten Tag, Aufwandkommando ist da. Koordiniert unsere Angriffe! Jeder Schlag muss sitzen! Ja. Tut er doch. Müssen wir denn rein? Erforscht die Ruinen. Der Weg vor uns scheint versperrt zu sein. Aber das ist sicher nur eine weitere. Entschuldigung, ich war ein bisschen schneller als du mit deinen Worten. Der Schleier hat diese Anreihung von Fallen vor uns verborgen gehalten. Wir müssen uns mit äußerster Vorsicht durch diesen Bereich bewegen. Na du, ja. Ich kann in Flammen aufgehen. Bei mir ist das nicht ganz so schlimm. Oh. Ich würde aber gerne noch was einsammeln, bevor ich da durchgehe. So, komm mit. Aber es tut schon ganz schön in den Augen weh. Vor allen Dingen, wenn man Migränepatientin ist. Bin ich jetzt nicht am gleichen Ort wieder? Hier lang. Jetzt, da der Schleier zerrissen wurde, sehe ich dort drüben einen Weg nach oben. Nach unten wohl eher. Oh! Also auf jeden Fall nach unten. So, Moment. Komm ich hier hoch? Ich muss hier hoch. Nee, warte. Muss ich hier hoch? Ich bin mir gerade nicht sicher. Kann ich hier überhaupt hoch? Das ist die Frage. Irgendwie nicht, ne? Verandis? Könntest du mir vielleicht helfen? Ach, der steht da oben. Ja, toll. Dankeschön. Wie soll ich jetzt da hochkommen? Ich muss das mal eben ein bisschen weiter weg machen, sonst sehe ich hier gar nichts mehr. Aber auch wenn ich weiter weg mache, sehe ich nichts mehr. Hallo? Das ist doch nicht normal. Ah, jetzt. Boah. Ey, das ist wirklich... Ich hasse es, wenn Teso aus sich selber ein Jump-and-Run-Spiel macht. Aber sowas finde ich wirklich noch schrecklicher. Wenn man dann ständig da hängen bleibt und nicht hochkommt. So, Moment. Da hinten ist aber auch ein Riss, oder? Ja, da sollen wir hin. Okay. Nehmen wir aber trotzdem mal alles mit, was wir hier finden können. Gehört ja scheinbar keinem. So, einmal rein. Oder auch nicht. Hallo. Erstmal mit ihm sprechen, okay. Wir müssen diesen Schleier entfernen, damit wir weitergehen können. Seht, ob ihr einen Riss öffnen und diese Illusion zerstören könnt. Seid ihr bereit, weiterzugehen? Wann immer ihr es seid, meine Freundin. Ich hoffe nur, es gibt noch ausreichend Risse, die ihr verbreitern könnt. Es würde mir ganz und gar nicht gefallen, ohne jeden Ausweg in Lerayas Schleier gefangen zu sein. Okay, jetzt darf ich. Hoffentlich war's das jetzt mit dem Schleier. Mal sehen, ob wir jetzt durch diese Tür kommen. Ehrlich gesagt hoffe ich das auch, weil das geht, wie gesagt, ganz schön auf die Augen. Gerade wenn man Migränepatientin ist. Gut gemacht, meine Freundin. Wir sehen uns auf der anderen Seite. War das jetzt irgendwie negativ gemeint? So auf der Seite der Hölle oder sowas?
Ich glaube, dass das, wonach wir suchen, sich direkt hinter dieser Kammer befindet. Da müssen wir hin. Ja, da müssen wir die auf jeden Fall greifen. Wir müssen hier durch, um den gesuchten Gegenstand zu finden. Folgt mir. Wieso hat er sich jetzt gerade seine Kapuze aufgezogen? Habt ihr das auch gesehen? Was war denn das? Moment, hier ist noch ein Riss. Da muss ich aber eigentlich rein. Den kann ich aber noch nicht benutzen. Okay. Ja, dachte ich mir schon, dass ich erst mit ihm sprechen muss. Okay. Bücherregale haben wir ja auch. Das muss es sein, wonach wir suchen. Was? Unglaublich. Was denn? Als hätte es die ganze Zeit auf uns gewartet. Ja, was? Erzählt. Ich frage mich, ist dieses Buch echt oder nur eine weitere von Lerayas Illusion? Bemerkenswert. Es scheint eine intakte Ausgabe der aileidischen Geschichte zu sein. Sie ist der Grund, weshalb wir hergekommen sind. Wenn sie echt ist? Nein, das kann nicht stimmen. Was sagt das Buch? Es dreht sich ganz um das lichtlose Überbleibsel, ehe es der Verderbnis anheimfiel. Es erwähnt, dass das Überbleibsel ein Gefäß braucht, um sein grenzenloses Potenzial voll auszuschöpfen. Ein Behältnis für seine überbordende Macht. Ist Montclair dieses Gefäß? Sehr wahrscheinlich. Angesichts der Magie des Relikts und der vampirischen Fähigkeiten, die ich unfreiwillig beigesteuert habe, übersteigt Montclairs Macht meine Erwartungen. Das Buch sagt weiter, dass wir mit der Vernichtung des Gefäßes auch das Relikt selbst zerstören. Darüber werde ich gut nachdenken müssen. Naja. Gut nachdenken ist so eine Sache, ne? Es ist nicht einfach, aber eine einfache Mathematikaufgabe. Perandis. Nun, meine Freundin, wie es scheint, ist das Buch echt und nicht Teil von Lerayas Illusionen. Ich glaube, es wird uns in den vor uns stehenden Prüfungen von großem Nutzen sein. Abgesehen davon muss ich noch viele Nachforschungen anstellen. Altes Aileidisch ist nicht meine Muttersprache, wisst ihr? Wird dieses Buch uns wirklich helfen? Ich glaube schon, ja. Aber ich habe noch viel zu lesen, bevor wir an diesen Punkt kommen. Ihr sollt wissen, dass wir ohne euch nicht in Besitz dieses Vorteils wären. Ich hätte Lerayas Schleier ohne eure Hilfe nie überwinden können. Und wir haben verstärkte mittlere Schuhe von Z. Dunkelschritt erhalten. Während ich meine Forschung betreibe, könnt ihr nach Nordspitz gehen. Gwendis hat gehört, dass Leraya dort sein soll. Ich habe sie angewiesen, Dorell und Tamrids Truppen nach Norden zu schicken. Ich bin sicher, dass sie sich über eure Hilfe freuen würde. Was könnt ihr mir über die Nordspitz erzählen? Baron Dorell betrachtet Nordspitz als Sitz seiner Macht. Er hat dort eine Reihe von Besitzungen, einschließlich einer einträglichen maritimen Unternehmung. Es ergibt Sinn, dass Montclair Leraya dorthin schicken würde. Wenn sie Nordspitz kontrollieren, dann kontrollieren sie damit auch den ganzen Norden. Sollte ich nach jemand Bestimmten suchen, wenn ich nach Nordspitz komme? Gwendis hat gemeldet, dass Nordspitz abgeriegelt wurde. Ich fürchte, Montclair kontrolliert bereits die Stadt. Findet Baron Dorell. Er befehligt die Truppen, die sich vor der Stadt sammeln. Ich bin sicher, er hat bereits einen Plan in Gang gesetzt. Sprecht mit dem Baron und findet heraus, was ihr tun könnt, um ihm zu helfen. Ich werde Baron Dorell finden. Ich erwarte, dass Baron Dorell und seine Truppen eine gute Stellung vor der Stadt gefunden haben. Während ihr ihnen helft, Nordspitz zu befreien, studiere ich weiter das aileidische Buch, das wir gefunden haben. Und wie immer habe ich ein paar Fragen, bevor ich gehe. Nun gut, stellt eure Fragen. Und dann erwarte ich, dass ihr euch mit aller gebotenen Eile auf den Weg nach Nordspitz macht. Habt ihr schon die Übersetzung des Aileidenbuchs abgeschlossen? Hallo, der ist gerade mit dem Buch nach draußen gegangen. Abgeschlossen? Ich habe gerade erst angefangen. Und ich werde sicher keine Fortschritte machen, während wir hier herumstehen und weiter über Dinge sprechen, die keinerlei unmittelbare Bedeutung für die anstehende Mission haben. Eben. Gab es in letzter Zeit irgendeine Spur von Baron Montclair? Soweit ich das beurteilen kann, hat seit den Ereignissen an der Unheilsklippe vor einigen Wochen außer Reza al-Jul und Leraya niemand Baron Montclair gesehen. Er könnte immer noch auf diesem götterverlassenen Gipfel sein. Andererseits könnte er genauso gut überall sonst stecken. Also, bleibt auf der Hut. Seid ihr euch sicher, dass Leraya die Truppen in Nordspitz befehligt? Sicher? Nein.
Aber ihre Hand war hier in Lokrata mit Sicherheit am Werk. Und wir wissen, dass sie Montclairs Truppen in diesem Gebiet befehligt. Ich gehe davon aus, dass ihr Leraia gegenübertreten werdet, bevor eure Arbeit in Nordspitz getan ist. Ja, da das Video jedoch sehr, sehr lang geworden ist, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und wir sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.